Nein, nein. Du sollst kein Event auslösen, du sollst verkaufen. Oh. Meine Güte. Ja, meine aber auch. Felix, sieh doch, dieser Palast ist umwerfend. Aber er hat dich doch gar nicht umgeworfen. Ich will verkaufen. Wohin gehst du denn, Felix? Zum Verkaufen, habe ich dir doch gesagt, Mann. Hörst du nicht zu, Alter? Brauchst du ein Hörgerät? Lass uns doch noch ein wenig hier verweilen. Ich will aber nicht. Ich brauche Platz im Inventar. Du alter Opfer. Dieser Ort ist bemerkenswert. Wahrlich bemerkenswert. Wer ist da? Ich habe euch noch nie zuvor in Lemuria gesehen. Warte einen Moment. Ihr müsst jene Reisende sein, die zusammen mit Aaron angekommen sind. Kann es sein, dass dein Name Felix ist? Das kann wohl sein. Aaron, meinst du etwa Aaron, den Verlorenen? Habe ich mir während meiner Abwesenheit einen Titel verdient? Nun, keine Sorge. Aaron ist nicht länger verloren. Ich ersuche König Hydros um eine Audienz. Wurde seine Hoheit bereits über meine Rückkehr in Kenntnis gesetzt? Eine Nachricht wurde gesandt, doch weiß ich nicht, ob sie den König über erreicht hat. Was meinst du damit? Während wir hier sprechen, berät sich Lord Conversato, der gerne Konversation macht mit dem König. Nicht Conversato. Der redet immer so viel Schwachsinn. Was ist los, Aaron? Du scheinst nicht erfreut zu sein, diesen Namen zu hören. Traden, was denkst du über das Lemuria, das du bis jetzt zu Gesicht bekommen hast? Ja, ist ganz hübsch, ne? Ein bisschen altbacken, aber hübsch. Es ist eine großartige Stadt, oder meintest du das Schloss? Beide wirken gleichermaßen beeindruckend auf mich. Und du, Felix, stimmst du zu? Ja, ist ganz schick. Auch mit den Flüssen hier. Zweifellos entsteht in jedem Besucher, der unsere Stadt zum ersten Mal sieht, das gleiche Gefühl der überwältigenden Schönheit. In längst vergangenen Zeiten war Lemuria eine viel schönere, größere und lebendigere Stadt. Seine Hoheit, der König, erzählte uns vom Glanz vergangener Tage. Einst gab es ein viel großartigeres Lemuria als jenes, das ihr jetzt seht. Doch dies war lange vor dem Tag meiner Geburt. Über die unzähligen Jahre hinweg verlor unser Volk Kraft, Fantasie und Enthusiasmus. Lemuria wird nun von langsamem Zerfall überschattet. Eine Stadt, deren Lebensfunke erlischt. Lemuria, wie ihr es seht, ist nur ein Schatten der Stadt aus den Legenden. Wenn ich nur die Chance hätte, die Stadt in all ihrer Pracht zu bewundern. Aber was hat Conversato damit zu tun? König Hydros glaubt, dass unser Verfall in irgendeiner Weise mit der Alchemie verknüpft ist. Alchemie? König Hydros sucht nach einem Weg, den Untergang Lemurias zu verhindern. Gäbe es irgendetwas, das wir tun könnten, um zu helfen, würden wir nicht zögern. Aber die Senatoren sind nicht willens, Maßnahmen zu ergreifen. Sie sind stur und xenophob, was jegliche Veränderung betrifft. Senatoren? Was sind Senatoren? Anstatt zu fragen, was xenophob bedeutet. Der Senat ist jene Gruppe der Ältesten, welche die Politik in Lemuria bestimmen. Lord Conversato bekleidet das höchste Amt innerhalb des Senats. Der Senat ist grundsätzlich gegen jegliche neuen Ideen oder Vorschläge, die vor ihn gebracht werden. Die Nachricht von unserer Ankunft wird den König niemals erreichen, solange Conversato sein Gehör beansprucht. Und der redet viel, der Konversationstyp. Und seine Konversationen mit dem König sind von unglaublicher Länge. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Deswegen heißt er ja Conversato. Bestimmt nicht, weil er so viele Sachen konserviert oder so. Er ist der König der Einmachtdosen, ich weiß nicht. Wir haben keine andere Wahl, als hier geduldig auszuharren. Warum vertreiben wir uns nicht inzwischen die Zeit, indem wir mal zum Händler gehen? Ja, sage ich schon die ganze Zeit. Mann. Schwachköpfe. So, kein Händler. Das links war auch kein Händler. Ich hätte gern einen Händler. Händlerus Maximus, was ist hier? Haus des Senats. Händler.
Hände leer. Ach, komm schon. Meine Hände sind voll und nicht leer. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, ich habe keinen Bock, da gerade mit dem Seil hoch zu tanzen. Ich will verkaufen. Nee. Ich habe gedacht, vielleicht kann man in den Häusern verkaufen, selbst wenn außen nicht gekennzeichnet ist, dass es ein Händler ist. Da war ein Vogel. Der hat doch einen Vogel, ey. Geht's hier links noch? Nee. Kann man bei euch verkaufen hier, ihr Senatoren? Sieht nicht so aus. Alles voller alter Säcke. Wie alt die wohl sein müssen, wenn die hier schon grau sind? Gibt's da drin was in der Wasserschale? Nee. Oh Mann, das ist doch kacke. Ich will das Zeug nicht wegwerfen. Ich will's verkaufen. Ja, das ist jetzt echt ätzend. Hier was? Da gibt's was. Mann, ich habe dafür echt keinen Platz. Ein Knochen. Was für ein alter Knochen. Wuff, krr, wuff. Hier sind überall so viele Schätze vergraben, dass man praktisch an jeder Stelle graben könnte. Man würde fast immer etwas zutage fordern. Warum also gräbt hier niemand? Ja. Du alter Knochen. Jetzt ist das Inventar wirklich voll. Eine Leckerei für Hunde. Details unbekannt. Wow. Ja, ich weiß nicht. Schauen wir mal nach, ob hier vielleicht ein Händler sich drin verbarrikadiert. Was denkst du denn dazu? Wären nicht die Leute im Schloss, würden sich die Lemurianer vermutlich selbst verhungern lassen. Ja. Da kann man auch graben. Oh Mann, ich habe echt keinen Platz dafür. Vielleicht gibt es da unten ja noch einen Händler. Man weiß es nicht. Mann, jetzt rüber da. Wachstum. Noch eine Kuh, okay. Ich hätte gerne einen Händler. Händler. Mann, da gibt es dann auch nur Items. Ich habe ein volles Inventar. Warum macht ihr sowas mit mir? Ich will einen Händler haben. Die Lemurier sind so faul, dass ich neben ihnen wie ein Energiebündel erscheine und ihr Leben währt so lange. Geil. Cosma, tanz mal ein bisschen hier. Will das Zeug nicht wegwerfen. Geht's hier auch nicht rein, oder was? Können wir das aufspringen? Ist das brüchig? Nee. Können wir sonst irgendwas machen? Enthüllung geht ja scheinbar auch nicht. Ich meine, irgendwofür muss es ja gut sein, dass man hier hochkommt. Check ich nicht. Prost. Ich spule mal vor hier, damit wir alles irgendwie schnell durchtesten können. Regenschauer. Dürre. Wachstum hatten wir schon, ne? Ja. Verschiebe. Sanden auch nicht. Hier ist kein Sand. Detonation hatten wir, Spaten. Hammer. Erdgezitter. Dann haben wir auch gleich alles. Zyklon. Geistleser. Ja, für irgendwas muss das hier doch gut sein. Hatten wir Verschieber? Ich weiß es nicht. Hatten wir. Ja, keine Ahnung. Heil mal. Und du auch. Ja, keine Ahnung.
Wahrscheinlich geht es da gerade vielleicht hier Detonation. Ja, dann würde sich eigentlich das Menü direkt öffnen. Ja, das war klar. Och Mann. Hier war nur Senat. Hier kann man bestimmt wieder buddeln in der Mitte von den Kindern. Nee, sagst du dazu. Wir sind die einzigen Kinder in Lemuria. Oft wünsche ich mir, es gäbe hier noch andere Kinder, mit denen wir spielen könnten. Es ist viele, viele Jahre her, dass in Lemuria ein Kind zur Welt kam. Lemuria, da lieben Kinder, doch ist die Kindheit hier nicht von langer Dauer. Hey Mann, ich stand doch neben ihm. Gibt es in den Ländern jenseits des Meeres der Zeit auch andere Kinder? Gibt es dort überhaupt andere Völker? Ja. Ich werde so sehr verwöhnt, dass ich niemals erwachsen werden möchte, aber es werden nur noch 20 oder 30 Jahre vergehen und auch ich bin erwachsen. Ach, was soll's, wenigstens sollte dies etwas Abwechslung mit sich bringen. Ja, toll. Okay. Warum gibt's hier keinen Händler? Das ist doch so kacke. Ich glaube, beim Senat gibt's dann bestimmt weiter. Wir schauen erstmal kurz in die... Ist das brüchig? Nee. Seid ihr die Reisenden, die mit Aaron angekommen sind? Ja. Es tut mir leid, dass es mich so lange... Was? Es tut mir leid, dass es mich so lange dauerte, dich zu besuchen, Onkel. Was ist das denn für ein Satz? Aaron, du bist am Leben. Es ist lange her... Ja, es gelang mir, viele Widrigkeiten zu überstehen und am Leben zu bleiben. Was für ein faszinierender Zufall. Sind wir doch tatsächlich über das Haus von Aarons Onkel gestolpert. Ja, Zufall. Ich muss euch allen dafür danken, dass ihr auf meinen Neffen 8 gegeben habt. Ja, wir haben sogar 9 auf ihn gegeben. Und 10 auch. Das sind Felix und Craven. Sie sind meine Freunde und waren mir eine große Hilfe. Wenn meine Schwester nur sehen könnte, welch ein mächtiger Krieger aus dem scheuen jungen Aaron geworden ist. Wo ist meine Mutter? Wir hatten seit unserer Ankunft so viel zu tun, dass ich noch nicht die Gelegenheit hatte, sie zu sehen. Bestimmt bei der Flutwelle verendet. Er sammelt Pfandflaschen, wie das aussieht. Fällt mir erst auf, dass das Haus in völliger Unordnung ist. Was ist geschehen? Meine Mutter ist immer so ordentlich. Nein, sie ist doch nicht etwa schon wieder krank geworden, oder? Es gibt immer noch Krankheit in Lemuria? Was seid ihr denn für ein rückständiges Volk? Meine Mutter wurde mit einem schwachen Herzen geboren. Aaron, es tut mir leid, deine Rückkehr kam zu spät. Nachdem dich die Flutwelle aufs offene Meer getragen hatte... Oh, Verzeihung, ich hatte die Nacht nicht wenig Schlaf. Nachdem dich die Flutwelle aufs offene Meer getragen hat, wurde deine Mutter plötzlich krank. Der Schock, dich so plötzlich verloren zu haben, war zu viel für ihr armes Herz. Sie klammerte sich an ihr Ende, bis an ihr Ende, an die Hoffnung, du mögest wieder zurückkehren. Vielleicht hat sich deine Mutter selbst aufgegeben, um dein Überleben zu sichern. Ja, wieso? Hä? Was würde das denn bringen? Wäre es nicht etwas, das deine Mutter für dich getan hätte? Wo ist sie jetzt? Sie ruht auf dem Friedhof, liest die Grabsteine, du wirst sie finden. Was sollen wir tun, Felix? Sollen wir Aaron folgen? Nein, wir brauchen einen Händler. Du hast recht, Aaron braucht vielleicht etwas Zeit für sich selbst. Und wir brauchen einen Händler. Ich bin so erleichtert, dass Aaron lebendig wieder zurückgekehrt ist. Er ist mein letzter lebender Angehöriger. Ohne ihn wäre ich alleine. Armer Aaron. In Lemuria geboren, gesegnet mit einem langen Leben. Das alles nur, um seinen Vater in seiner Jugend und seine Mutter jetzt zu verlieren. Ihm stehen nun viele Jahre der Einsamkeit bevor. Achso, was mit dem Vogel? Wartet! Ich bitte euch, dass ihr Aaron Zeit lasst, um den Verlust seiner Mutter zu betrauern. Er muss sich nun dieser tragischen Situation stellen. Er braucht Zeit. Ich brauche die Gedanken des Vogels. Ihr seid nach Lemuria gekommen, um mehr über Alchemie zu erfahren oder etwa nicht? Ja, und um zu verkaufen. Das dachte ich mir. Aaron hatte recht, euch hierher zu führen. Aaron verriet mir sein Geheimnis. Er ist im Auftrag seiner Majestät des Königs unterwegs. Selbst wenn die Flutwelle Aaron nicht hinfortgetragen hätte, so wäre er dennoch aufgebrochen und hätte Lemuria verlassen.
Ach, Verzeihung. Ihr seht verwirrt aus. Aaron hat euch doch davon erzählt, oder? Nö. Eigenartig. Ich kann nicht verstehen, warum er euch so etwas verschweigt. Wenn Lord Conversato nicht den Senat dazu gebracht hätte, gegen ihn zu stimmen, wäre er schon viel früher aufgebrochen. Ich frage mich, welche Neuigkeiten uns Aaron zu berichten hat. Wie auch immer, ich weiß sehr wohl, warum er euch hierher gebracht hat. Felix, sag nicht, dass er dir nicht zumindest so viel erzählt hat. Nö. Hat Aaron euch nichts erzählt, bevor er euch nach Lemuria gebracht hat? Unglücklicherweise weiß ich selbst nur wenig mehr. Während Aaron sich der Trauer über den Verlust seiner Mutter stellt, bleibt euch etwas Zeit. Ich will euch einen Brief schreiben. Damit könnt ihr zu Lunpa vordringen. Was, Lunpa lebt noch und hier in Lemuria? Lunpa hat sich selbst in seinem Turm eingeschlossen und beehrt uns nur selten. Doch wenn ich ihm dies schicke, wird er euch sicherlich empfangen. Was war denn das für ein krasser Sound? Der Vogel wird ihm dies in seinen Turm tragen. Okay, das ist jetzt eine echte Überraschung, dass Lumpa noch lebt. Der Lump. Weiß er, was seine Nachfahren angestellt haben? So, jetzt solltet ihr in der Lage sein, mit ihm zu sprechen. Okay. Lumpa hat dem König in dieser Angelegenheit große Unterstützung gewährt. Er hat ihnen sicherlich viel zu berichten. Geht zu Lumpas Turm, er wird euch nun empfangen. Ja, vielleicht handelt er auch endlich, ich weiß es nicht. Hallo. Jetzt, da Aaron wieder hier ist, erzählt er uns vielleicht von den Abenteuern, die er in der Welt erlebt hat. Der Senat hat das Gesetz verabschiedet, dass es uns verbietet, die Insel zu verlassen. Aber Aaron wurde von einer Flutwelle auf die offene See gespült. Man kann ihm dafür nicht die Schuld zuweisen. Ich habe Lemuria noch niemals verlassen. Ich weiß nicht, was die Welt noch zu bieten hat. Würde es die Gesetze nicht geben, die uns verbieten, wäre ich schon lange vor Ort. Hey. Hey. Wer weiß, welche Wunder jenseits des Meeres der Zeit auf uns warten. Nur zu gerne würde ich es wissen, aber ich kann Orte ohne Kultur und fortschrittliche Zivilisation nicht ausstehen. Du Schnösel. Seid ihr Kinder des Reisegefährten von Aaron? Ja. Ich befürchte, diese Tür ist kaputt. Aber ich habe ein Fenster über der Tür geöffnet. Ich muss mich entschuldigen, aber ihr werdet schon durch das Fenster klettern müssen. Ja. Gott, ey, hoffentlich verkauft er. Oder kauft an, vielmehr. Gehen wir mal erstmal runter.